Welches sind die wichtigsten Einbaugeräte für deine Einbauküche? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach und dabei viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und einer guten Küche sind natürlich Einbaugeräte eingeplant und dann halt auch mit montiert. Ja, und ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, ja, welche Einbaugeräte gibt es, beziehungsweise was sind die wichtigsten Einbaugeräte für meine Küche, für meine neue? Ja, oftmals wird die Frage auch gestellt oder beantwortet, das sind die 5 wichtigsten Geräte für deine Küchenplanung. Wir möchten das Thema etwas anders aufbereiten, denn wir sind der Meinung, dass die Geräte oder die Gerätetypen, die es auf dem Markt gibt, dass die ganz gut in einer Art Bedürfnispyramide dargestellt werden können. Und damit fangen wir auch schon mit der ersten Ebene an. Und zwar sortieren wir, oder meiner Meinung nach, haben wir in der ersten Ebene nur eine Kochstelle, egal wie die aussieht, und einen Kühlschrank, der aber auch nur Kühlschrank ist. Ohne Gefrieren, sondern einfach nur Kühlen. Das sind die beiden Geräte, die ich hier in der untersten Ebene unserer Bedürfnispyramide sehe. Und warum? Weil wir haben was, wo wir Essen erwärmen können, wo wir was erhitzen können. Und wir haben etwas, wo wir hier unsere Lebensmittel aufbewahren können, wo wir die kühlen können, gerade in heißen Sommertagen. Und damit kommen wir dann schon zu Ebene Nummer 2. Ebene Nummer 2 unserer Bedürfnispyramide beinhaltet zum einen den Backofen, also das Thema Kochen wird erweitert. Dann das Thema Kühlen erweitern wir um den Gefrierschrank bzw. das Gefrierfach, je nachdem für was für ein Gerät ihr euch entscheidet. Da empfehle ich euch auch unsere Kaufberatung Kühlschrank, das haben wir auch schon mal abgedreht, findet ihr über die Infokarte oder dann unten in der Videobeschreibung. Dann ergänzen wir den Geschirrspüler und natürlich, wenn es noch ums Kochen geht, auch die Dunstabzugshaube, damit eure Wohnung, eure Küche immer eine saubere Luft hat. Ja, beim Backofen ganz klar, das Thema Kochen wird erweitert, indem dort ja die Rezeptvielfalt einfach erhöht werden kann, beziehungsweise kann man im Backofen hier auch noch ganz andere Dinge zubereiten als einfach nur auf einer Kochstelle. Und wenn dann am Ende alles fertig ist und gesäubert werden muss, dann ist natürlich die Geschirrspülmaschine eine sehr, sehr große Hilfe und das schon über viele, viele Jahre. Ja, und wenn man jetzt Ebene 1 und 2 unserer Bedürfnispyramide zusammenzieht, dann kommen wir natürlich auf die 5 wichtigsten Küchengeräte für die neue Küche. Und zwar nochmal zusammenfassend das Kochfeld, der Backofen, die Dunstabzugshaube, Kühl-Gefriergerät, das Thema hier an der Stelle zusammengefasst und die Geschirrspülmaschine. Meiner Meinung nach teilt sich die dritte Ebene in 2 Themenbereiche auf. Einmal in die schonende Zubereitung der Lebensmittel und in die Zeitersparnis in dem Küchenalltag. Was passt jetzt in die schonende Zubereitung? Da passt natürlich der Dampfgarer bzw. auch die Dampfbacköfen, die immer mehr an Beliebtheit gewinnen, weil man dort den Backofen, den Dampfgarer einfach miteinander vereint, man viel mehr Möglichkeiten hat, dort seine Lebensmittel schonend und aber auch sehr schmackhaft zuzubereiten. An dieser Stelle empfehle ich euch auch hier unsere Serie über den Bora Xpo, wo wir das Ganze auch praktisch zeigen und natürlich dann auch den Vergleich der einzelnen Dampfbacköfen. Und bei der Zeitersparnis, da gehört dann natürlich zum einen die Mikrowelle hinein und zum anderen, wir leben ja in 2024, dann auch die Armaturen, die schon kochend Wasser liefern. Bei dem Thema Wasser, bei dem Thema Armatur ist natürlich auch immer häufiger die Frage, wie sieht das Ganze aus mit Wasserfilteranlagen? Diese, ja, je nach Zustand des Hauses, der Wasserleitungen, würde ich das ganze Thema natürlich in Ebene 2 oder in Ebene 3 mit einordnen. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen die persönliche Entscheidung, wo dann dort an der Stelle die Priorität liegt.
kommen wir zur Ebene Nummer 4. Ja, und in Ebene Nummer 4 finden sich meiner Meinung nach dann die Einbaugeräte wieder, die ja, den Küchenalltag sehr komfortabel gestalten. Das ist zum einen der Einbau-Kaffeevollautomat, zum anderen die Vakuumierschublade und auch hierzu zählt meiner Meinung nach der Weinklimaschrank. Und denke ich mal, Thema Armatur können wir auch hier in dieser Ebene mit aufnehmen und ergänzen. Das sind dann diese Armaturen, wo wir eine Kühlung und ein Sprudelsystem mit integriert haben, wo wir dann direkt am Wasserhahn gekühltes und mit Kohlensäure untersetztes Wasser zapfen können. Bei den Kaffeevollautomaten empfehle ich euch auch hier unsere Playlist, die sehr informativ ist und wo wir auch den einen oder anderen Kaffeevollautomaten miteinander vergleichen. Also hier nochmal in die Infokarte geschaut oder im Anschluss in die Videobeschreibung. In der Spitze unserer Bedürfnispyramide finden sich die Geräte wieder, die man jetzt in der Küche nicht als notwendig betrachtet, aber die dem einen oder anderen Kunden auch seinen Küchenalltag erleichtern können. Und ja, welche Geräte sind das nun? Zum einen haben wir dort die Solitaire Waterbase. Die haben wir euch schon mal als Weltneuheitsvideo präsentiert. Auch dort könnt ihr gerne noch mal mit reinschauen. Das Ganze unserer Meinung oder meiner Meinung ergänzt um den Indoor-Garten. Das heißt, ähnlich wie ein Weinklimaschrank gibt es einen Klimaeinbauschrank, wo ihr Kräuter, Salate anbauen könnt. Das Ganze auch digital überwacht wird über euer Smartphone. Und dann als drittes Utensil der ja, gekühlte Abfallsammler, der Freezy Boy. Das ist ein Abfallsammler, Fassungsvermögen 7 Liter. Und der befindet sich in einer Kühlbox. Die Kühlbox kühlt die Abfälle auf minus 5 Grad und somit vermeidet ihr gerade bei Bioabfällen dort die Bildung oder das Ansammeln von den unangenehmen Fruchtfliegen. Ihr könnt natürlich auch die Abfälle einfach, wenn sie entstehen, dann direkt raus in die Mülltonne bringen. Ja, wie gesagt, für jeden ist was dabei. Das eine existenziell notwendig, das andere eine komfortable Ergänzung und jeder setzt seine Prioritäten nach seinen eigenen Bedürfnissen. Weitere Technikvideos empfehle ich euch über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.